Hallo Jena, zum Freitag nach dem Feiertag wieder die kurze Wochenbotschaft von meiner Seite, die erste nach der Wahl. Und ich möchte die damit verbinden, dass ich nochmal auch auf diesem Kanal einen ganz, ganz herzlichen und riesengroßen Dank aussprechen möchte an alle Wahlhelfer. Und zwar sowohl an diejenigen, die von außen als Bürger unserer Stadt uns da unterstützt haben, als auch in die Verwaltung hinein, die Mitarbeiter, die da tätig waren. Knapp 1000 Personen haben sichergestellt, dass die Wahlen insgesamt relativ gut über die Bühne gegangen sind. Sie alle erinnern sich ja noch an die Kritik am Tag danach, was die Schlangen vor den Wahllokalen betrifft. Das, denke ich, haben wir insoweit nachausgewertet, dass wir sagen können, es ist an keiner Stelle zu Regelverstößen gekommen. Die Wahl war regulär und überall rechtlich gültig. Das amtliche Ergebnis ist inzwischen auch festgestellt vom Wahlausschuss. Und jetzt steht es denjenigen, die glauben, dass da irgendwas schief gelaufen ist, frei, die Wahl gegebenenfalls anzufechten. Dem sehen wir als Stadt aber relativ gelassen entgegen. Ich möchte nochmal, auch auf diesem Kanal, die Entschuldigung der Stadt nachschieben, die Bitte um Entschuldigung, dass es eben länger gedauert hat. Ich hatte allerdings am Wahltag selbst den Eindruck, dass so bis um 3, um 4 die allgemeine Stimmung deswegen eher die war, na wie toll ist das denn, hier ist mal richtig Interesse an der Wahl, nur dass es dann eben auf 18 Uhr hin schwieriger empfunden wurde. Ich möchte einmal auch kurz aus meiner Rolle fallen und ganz herzlich den Wählern Danke sagen, die mir ihre Stimme gegeben haben. Dafür herzlichen Dank. Ich war eben gerade beim Wahlleiter und habe erklärt, dass ich das Stadtratsmandat natürlich nicht annehme. Das wussten Sie alle, weil ich natürlich Oberbürgermeister bleiben will. Trotzdem herzlichen Dank für die vielen Stimmen, die dazu führen, dass es da jetzt eine deutlich stärkere Fraktion meiner Farbe im Stadtrat gibt, als das in den letzten Legislaturen der Fall war. Und genau das war ja auch das Motiv für mich, auf der Liste zu sein. Wir werden dann in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren weitermachen im Stadtrat, alle miteinander in sicherlich neu und anders sortierten Mehrheiten Sachpolitik zu machen. Und das ist mir ganz wichtig, Sachpolitik miteinander zu machen, ist das allerbeste Rezept gegen Populismus im Stadtrat und auch gegen Populismus im öffentlichen Raum, von dem wir ja im Wahlkampf auch das ein oder andere gesehen haben. Nur so viel nochmal als Nachklapp zu den Wahlen. Das zweite Thema heute ist die Philharmonie. Ich habe gemeinsam mit Generalmusikdirektor Gaudenz und dem Werkleiter von Jena Kultur, Herrn Zipf, am Montag dieser Woche die neue Spielzeit vorgestellt. Also ich war dabei, vorgestellt haben es die anderen. Und ich will auch hier einen kleinen Werbeblock für unser wunderbares städtisches Orchester machen. Gerade an diejenigen gerichtet, die vielleicht bislang mit der Philharmonie eher weniger zu tun hatten, weniger Interesse dafür hatten. Die neue Spielzeit wird sehr, sehr spannend. Und die Philharmonie hatte sich unter Simon Gaudenz zum Ziel gesetzt, sich deutlich stärker als bislang in die Stadt zu öffnen, neue Formate anzubieten, neue Spielstätten zu erproben und sich auch musikalisch breiter aufzustellen, um interessanter für breitere Zielgruppen zu werden. Sie werden, ich mache jetzt mal eine kleine Aufzählung, was in dieser Spielzeit unter anderem alles neu und vielleicht interessant auch für neue Zuhörergruppen ist. Wir haben mit Lise de la Salle, eine junge französische Pianistin, in dieser Saison 1920 als Artist in Residence. Sie wird 5 Konzerte hier spielen, ist international gefeiert für das, was sie bisher schon erreicht hat und ist für uns und die Spielzeit programmatisch ein echter Zugewinn. Das werden spannende Konzerte werden. Der Maler Scartazzini-Zyklus, der in der letzten Spielzeit schon begonnen wurde, wird fortgesetzt. Da ist es Herrn Gaudenz gelungen, Herrn Scartazzini als Komponisten an die Stadt Jena zu binden und eben hier nicht einfach nur einen weiteren Malerzyklus anzubieten, sondern dem Konzert von Mahler jeweils vorangestellt noch ein Werk von Scartazzini, also ein zeitgenössisches, eigens dafür komponiertes Werk vorn ranzustellen. Die beiden bisherigen Konzerte sind hymnisch gefeiert worden vom Publikum und in der Kritik und ich glaube, das wird sich so fortsetzen. Drittens, wir haben dieses Jahr das 50-jährige Bestehen des Philharmonischen Chors.
Da wird dann also auch, werden die drei Chöre, die der Philharmonie zugeordnet sind, unter der Leitung von Berit Walter, eine ganz herausragende Rolle spielen. Die ganze Spielzeit steht unter dem Motto Vokal, Ausrufezeichen. Es wird daher auch eine ganze Reihe von Vokalkonzerten geben in dieser Spielzeit. Und parallel dazu werden wir versuchen, in der Exzellenzförderung über das Orchesternetzwerk One, europaweit aufgestellt, mit einem Antrag, der genau auf diese Chöre und deren Wirken chormusikalisch Bezug nimmt, eine Verlängerung dieser Exzellenzförderung hinzubekommen. Das wird ein spannendes Jahr auch in dieser Hinsicht. Die Thementage, die wir schon in der letzten Spielzeit hatten, werden jetzt unter der Rubrik Klang von Jena fortgesetzt. Und da können Sie viermal an einem Sonntag ein Konzert erleben, in dem die Musik rübergreift thematisch in andere Bereiche. Einmal wird es eine Liaison mit Kabarett geben, einmal wird es politisch Verknüpfungen geben, einmal wird der Chor auch in diesem Rahmen eine Rolle spielen und einmal ist das Thema Sport im Hintergrund gesetzt. Seien Sie gespannt auf das, was da angeboten wird. Dann gibt es als neues Format und neuen Veranstaltungsort Black Box. Das wird im Casablanca stattfinden. Da werden die Philharmoniker Crossover-Projekte anbieten, dreimal in ganz andere Musikrichtungen, Querverbindungen herzustellen. Das kann sicherlich auch für viele spannend und interessant sein, die sonst eher keinen Zugang zur klassischen Musik finden. Ein weiteres Crossover-Projekt nennt sich Six Continents, wo von sechs Kontinenten, also Nord- und Südamerika mal als zwei einzelne verstanden, Crossover zwischen Klassik und Weltmusik stattfinden wird. Wo der künstlerische Leiter der Kulturarena, Herr Engelhardt, eine große Rolle in der Programmgestaltung mitspielt, das wird sicherlich auch ganz spannend. Und wenn Sie noch einen Schritt weitergehen wollen und dem Orchester mal beim Proben zuschauen wollen, können Sie sich in der Rubrik 360 Grad quasi wie ein Mäuschen mal mitten unter die Musiker setzen im Volkshaus. Da wird die Anordnung mal nicht Bühne, Publikum sein, sondern mitten im Saal das Orchester Platz nehmen und Sie können zuhören, zuschauen, wie das im Probenablauf so vor sich geht. Insofern herzliche Einladung von meiner Seite, der Philharmonie mal näher zu treten, auch wenn Sie das sonst vielleicht nicht tun. Und wenn ich dann parallel dazu noch kurz feststellen darf, dass sowohl die Ernst-Abbe-Hochschule als auch die Friedrich-Schiller-Universität jeweils die Studierendenschaften entschieden haben, dass sie das Kulturticket annehmen wollen als Angebot, dass es dann also für die Studierenden dieser Stadt möglich ist, für einen ganz geringen Aufpreis im Semesterticket, ich glaube 2 Euro im Semester, die Kultureinrichtungen der Stadt zu nutzen, kostenfrei und auch die Philharmonie, solange der Kartenvorrat reicht, dann ist vielleicht auch da der Sprung in eine Zielgruppe gelungen, den wir uns lange vorgenommen haben. Insofern heute sehr, sehr viel Musik. Das soll es dann von meiner Seite aber auch gewesen sein mit diesen beiden Themen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Freitag nach einer sicherlich auch wieder interessanten Woche. Bleiben Sie dem Format gewogen. Haben Sie ein schönes Wochenende noch nach Himmelfahrt. Bis dahin, machen Sie es gut.